Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein 2. Nach dem doch etwas sehr unglücklichen Kampf in der letzten Folge haben wir es endlich mal geschafft. Und können da jetzt... Keine Panik, alter Mann. Ach so. Nur 300 Meter, bis du aufschlägst. Rüberspringen. Du bist eh so gut wie tot. Ja, komm, dann hauen wir dich mal weg. Yay! Na, wer ist ein kleines Zeter? Du bist ein kleines Zeter, Abby. Ja, du. Du kleiner Grauer. Du kleiner Grauer. Wir müssen es schaffen, Grace. Den Amerikanern den Kampfgeist zurückgeben. Eine Revolution entfachen. Scheiße. Wir kämpfen jeden verfluchten Tag, Blaskowitsch. Aber die Weißen hier? Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der Scheißkanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden Sie tun? Wollen Sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen Sie doch auf, Blaskowitsch. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Und wenigstens das will ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskowitsch. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße! Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Haas? Ich weiß nicht, Mixchen. Sieh an, hier werden also die Entscheidungen getroffen. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Special! Hey, Weißbrot, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Ja, Ma'am. Klar doch. Was gibt's, Boss? Hier ziehen wir ein. Alles klar, Schwester. Also hört zu, Leute. Das Weißbrot zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen. Lernt die Bootsleute kennen. Und hey, ihr benehmt euch, klar? Hier lang. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit den Angriffen. Blaskowitsch, können Sie schwimmen? Ja. Oh, Baby, nicht schlecht. Na toll. Was zum Teufel ist das? Ich sagte, was zum Teufel ist das? Klo. Sehe ich da etwa eine funktionierende Toilette vor mir? Mich zu fassen! Ja. Ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Fäkalien, Urin, Erbrochenes. Hast du Arschpapier? Wenn Sie Toilettenpapier meinen, ja. Ja, wir müssen uns natürlich etwas einschränken, aber ja, oh. Es gibt auch was zum Abwaschen. Oh. Gott, oh mein Gott! Ja, Jesus, ja. Maria und Josef! Eine Gott herunterspülende Toilette! Dass ich das noch erleben darf! Das ist... Okay. Ich werde kurz hier drin bleiben. Viel Erfolg. Oh. Wie bitte? Nicht verstopfen!
Kommt ihr zurecht? Flug, was? Wie wär's hiermit? Max Hals? Nein, nein, nein. Warte mal. Max Haas. Tja. Und du? Hast auch deinen Spaß da drin. Max. Hey, wir brauchen diesen Atomsprengkopf aus Sektion F. Holen Sie ihn, okay? Max Haas. Nein. Danke. Max Haas. Nein! Max Haas. Nein! Max Haas. Nein, das kann nicht sein, du Dummerchen! Oh. Tja. Max. Ja, genau, mal du mal weiter. Das ist vielleicht nicht verkehrt. So, Atomsprengkopf. Ich will mich aber erstmal hier noch ein bisschen umschauen, mal wieder. Guck mal, da haben wir noch eine Karte gefunden. Tommy Def. Ha. Muffig. Und hier ist... Nee, keine unsichtbare Wand. Nur etwas hakelig durchzukommen. Hi, Mister. Hallo, Bodo. Nee, Boldo war es ja. Hallo, Herr Blaskowitsch. Anja hat mir diese Station gegeben, damit ich mich nützlich machen kann. Aber sie wurde beim Angriff beschädigt. Okay. Herr Bombate meinte, er könnte sie reparieren. Nett von ihm, oder? Mhm. Wird das was? Hey, Großer. Bin gerade dabei, herauszufinden, was das Schätzchen hier hat. Keine leichte Sache. Aber ich werde den Fehler finden und sie wieder zum Laufen bringen. In welche Öffnung das wohl kommt? Vielleicht erstmal ein bisschen schmieren. Der Sicherungskasten ist warm und feucht. Ich glaube, Sigrid kriegt danach Gedanken, wenn du da so weitermachst. Würde ich vielleicht nicht so laut sagen. Zumindest haben sie sich eigentlich ganz schön eingerichtet hier. So den Umständen entsprechend. Okay, Hangar ist verschlossen. Fürs Erste zumindest. Da haben wir noch ein Konzeptart gefunden. Ah, die Krankenstation, hier war ich ja auch noch nicht. Okay, das sieht nicht mehr so ganz fit aus. Stimmt, ich glaube, hier oben war ich noch gar nicht auf dieser Ebene. So, Wiesenau. Cool. Hallo, Captain. Hallo, Maria. Meine Freundin Juna war ein Technikprofi. Hat mir alles beigebracht. Gott, sie fehlt mir so. Ach, warte, war die im Vorgänger drin? Ist die wahrscheinlich gestorben? Könnte sein. Vater Jack Brief. Jacks Brief. Paris, 10. November 1946. Liebe Maria, nachdem du ausgezogen bist, ist es einsam in unserem Haus geworden. Du hast dem Haus Wärme und Atmosphäre verliehen, die mit dir ausgezogen zu sein scheinen.
Deine Mutter und ich denken die ganze Zeit an dich. Mach dir keine Sorgen, wir sind glücklich. Und vor allem stolz. Denn du hast so viel von dir, wie es gibt für dich. Also, denn du hast so viel vor dir, es gibt für dich so viel zu sehen und zu lernen. Du musst dich jetzt auf dein Studium konzentrieren. Erzähl uns, wie das Leben in Toulouse so ist. Schreibe deinen Alltag. Wir wollen alles hören. Hast du die Nachrichten über Germanien gehört? Dieser Hanswurst wird wohl bald weg vom Fenster sein. Die Leute müssen seine Triaden überdrüssig werden. Ich erwarte, dass er innerhalb eines Jahres Geschichte ist. Dein Vater, Chuck. Kann man das jetzt so auf Trump übertragen? Weiß es ja nicht. Schön, Sie zu sehen, Captain. Ja. Ah, können wir hier wieder einen Klassiker spielen? Diese Grafik wirkt äußerst realistisch. Ja. Als wäre ich wirklich im Spiel. Nee, Exit möchte ich nicht. Ich würde gerne anfangen. Ich sollte zurück zum versteckten Eingang in der Umkleide. Grace braucht einen Atomsprengkopf aus Sektion F. Ja. So, ist das das komplette Spiel? Sieht mir fast so aus. Kann ich? Ach, ich kann sogar die Maus benutzen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Doch etwas angenehmer zu steuern dann als mit Tastatur. Wahrscheinlich werden sie auch hier dann die entsprechenden Symbole entfernt haben. So, weiter geht's. Ja, tatsächlich. Das quetscht. Okay, schön. Stirbst du mal? Meine Güte. Kostet ja doch relativ viel Muni, der ganze Spaß. Ja, vielleicht kann ich da dann mal ein Retro-Let's Play dazu machen. Ich guck mal, wie weit ich komme, ob ich den ersten Level noch schaffe. Weil das ist, wie gesagt, ich habe Wolfenstein 3D auch noch da auf Steam, allerdings lässt sich das halt nicht so wirklich aufnehmen. Das ist da ein wenig störrisch. So, die Herren. Was haben wir denn sonst noch alles hier? Glaube, hier hinten war ja irgendwo dann der Schlüssel, oder? So, stirb doch mal. Sonst wird das doch hier alles nix. Gold, 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 Gold. Schön. So, die Frage ist allerdings, war ich denn hier schon? Glaube nicht. Hier ist nämlich noch Essen. Na gut, wir brauchen gerade nichts. Ups. Fröhliches Sterben. Ich möchte niemand hier haben. Hatte das hier noch niemand gesagt? Das ist halt auch ein bisschen verwirrend, gerade zugegeben. Da liegt zumindest noch eine Leiche rum. Das heißt, da waren wir schon mal. Ja, so ganz habe ich den Levelaufbau aber auch. Also, das heißt, nicht mehr im Kopf. Ich habe es ja nie gespielt damals. Ah, genau, hier geht's schon raus. Jupp.
Alles klar, Schatzquote passt. Das wäre dann der erste Level gewesen. Da spiele ich so lange, bis ich drauf gehe. Ich weiß noch nicht. Na, ich kann ja mal gucken. Aber ich komme tatsächlich erstaunlich gut zurecht. Bisher. Muss ich ja mal zugeben. Drei Leben hätten wir auch noch. So, wir gehen einfach wieder zurück. Fröhliches Sterben. So, ja, also wie gesagt, für mich ist es mit Maustastatur doch deutlich angenehmer zu steuern als halt nur mit der Tastatur. Geht auch, aber ist halt entsprechend gewöhnungsbedürftig. Das geht dann doch deutlich besser so. Na, ich glaube, das soll es aber jetzt mal gewesen sein hier für Wolfenstein 3D. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Da wäre Messer. Ach, ich glaube mit Steuerung, genau. Können direkt zum Finale, okay. Alles klar. Wolfstone 3D. Yes, we can. Oh. Bärenbier. Hm. Alles in Ordnung? Bist du eigentlich? Ein Roboter, den sie halt umfunktioniert haben. Fritz. Entsetzlich, was mit Manhattan passiert ist. Eine Wunde der amerikanischen Seele, die niemals heilt. Im Krieg ist mein Flugzeug in den französischen Alpen abgestürzt. 5 Jahre meines Lebens einfach weg. Totale Amnesie hieß es. Sonst kriegen wir hier noch ein Bier, das ist schön, das freut mich. Noch ein wenig Concept Art. Ansonsten noch irgendwas Interessantes hier. Wir. Sind immer. Ah ja, da werden ein paar Filme reingehauen. Popcorn gibt's auch. Ja, es war diese die Vergnügungslounge, wie es scheint. Musik können wir, glaube ich, nicht anstellen. Aber cool. Witzig gemacht. Max, hast es aber ziemlich gut, sehe ich gerade. Das ist wohl eher so seins. Kindchen, schwätz bitte anständig. Gut, ja, ich glaube. Also Nebenmissionen haben wir jetzt erstmal hier. Wir können vielleicht mit Wyatt noch mal reden. Also sprich halt unten mal vorbeischauen. Hast du das neue Trainingshaus in der Schießanlage gesehen? Meine Zeit war echt scheiße. Wenn die Ziele nicht zurückschießen, ist es irgendwie nicht das Gleiche. Ne, das sind nur Ausreden, weil du so schlecht schießt, Alessandro. Verdammt nochmal. Ich bin Musiker, kein Soldat. Ich glaube, seine Zeit im Trainingshaus wäre da Vero Fantastico. Ja, der ist einfach teuflisch gut. Haben wir auch gut, ordentlich abgeräumt hier. Ah. Angenehm, Captain Blazkowicz. Hallo, Stubbins. Dann gehen wir doch mal zur Sektion F. Hallo, Grace. Ich fisch mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Das war gerade nicht so wirklich synchron. Aber gut. Mh.
schauen wir mal, wo das hier hinführen mag. So. Latsch. Der Anzug. Diese drückende Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, ob er... Es deutet ja alles irgendwie darauf hin, dass er ja dann wahrscheinlich Ende diesen oder halt nicht mehr allzu lange macht. Aber wie gesagt, es gibt ihn ja halt auch schon seit fünf, sechs aber Ihr Anzug Spielen. Und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anya, ihre Stimme, wie Balsam, meine Stütze. Ja. Wie gesagt, er ist ja schon einige Spiele lang dabei. Mitgenommen. Aber ich finde es auch gut, dass der jetzt in der letzten Zeit halt auch mal wieder so ein bisschen, oder quasi überhaupt mal so ein bisschen dem Charakter gegeben wurde und ein bisschen Geschichte und so weiter und so fort. Lock. Mal die Rüstung geklaut. Hihi. Das ist halt wirklich so eine Hintergrundgeschichte hier. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. Okay, das klingt ja gar nicht mal so gut. Also das heißt hier, also ich meine halt, dass das halt die Charaktere überhaupt mal ein bisschen Tiefe erhalten haben. Ich meine, Hintergrundgeschichte gab es ja vorher auch schon. Aber gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge hier mal umschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.